von meinen Reisen durch die ganze weite Welt. Hier wird jedes Tier zum Filmstar, zu einer Schönheit oder auch zum Held. Mama Mirabels Tierkino. Ich war oben in Nordalaska. Dann ging's runter nach Kathmandu. Unter Wasser vor Bora Bora. Auf die Gipfel von Peru. Und jetzt alle Mama. Ja, das war gar nicht schlecht, Bo. Hey, was macht ihr denn da? Oh, hallo, Max. Wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Mein Schwanz gewinnt. Ach ja, wie kommst du denn darauf? Carla, hast du nicht gesehen, wie toll mein Schwanz immer hinter mir herzischt? Total tupfig und super windschlüpfrig. Und seht euch mal das an. Mein Schwanz kann sogar super Versteck spielen. Kaum seht ihr ihn, schon ist er weg. Er ist mal hier und mal dort. Der ist so beweglich wie eine Schlange. Seht ihr? Ja, das ist wirklich ein total biegsamer Schwanz, den du da hast, Bo. Freu dich lieber nicht zu früh, kleines Gepardenschwänzchen. Mama hat ja meinen Superschwanz noch nicht begutachtet. Er ist lang, total flippig und er hat schwarze und weiße Streifen drauf. Diese flippigen Streifen erinnern mich daran, dass Schwarz-Weiß die Modefarben der Saison sind. Ja, du hast auch einen sehr tollen Schwanz. Echt beneidenswert. Oh. Wow, die können sich mit ihren Schwänzen sogar am Ast festhalten. Ganz genau. Und so ein Kunststück, das schaffen nur Pip, Chip und Kip. Affen haben wirklich die coolsten Schwänze. Gleich nach meinem natürlich. Oh, es gibt noch viel mehr Schwänze, die ihr berücksichtigen müsst, bevor hier der erste Preis verliehen wird, Bo. Zum Beispiel der von einem Pfau. Oder die von Warzenschwein. Die von Erdmännchen. Oder von Gnus. Und die alle haben echt coole Schwänze? So ist es, Max. Manche sich wie Schlangen winden. Bei anderen sich Federn finden. Manche kreisen wie ein Reifen. Andere auf dem Boden schleifen. Manche wedeln mächtig munter. Mit anderen fällt man nie herunter. Schwänze sind eine ganz wunderbare Erfindung. Und die Erfindung sollten wir feiern. Indem wir jetzt alle mal ganz kräftig mit unseren Schwänzen wedeln. Ja, das machen wir. Es geht doch nichts über ein fröhliches Schwanzwedeln, oder? Ja, start frei zum fröhlichen Schwanztanz. Hey, Max, du musst auch mit dem Schwanz wedeln. Ja, zeig uns mal, was dein Schwanz so drauf hat. Naja, also mein Schwanz ist grau und kurz, soweit ich das beurteilen kann. Ach ja, und er hat am Ende ein Haarbüschel. Kannst du damit irgendwas greifen? Naja, nicht wirklich. Ich verstehe. Okay. Hey, Maxi, wieso versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. Ich habe mich hier nur verkrochen, damit niemand meinen Schwanz sieht. Fehlt deinem Schwanz irgendwas? Dem fehlt nichts. Aber es gibt auch nichts, was er wirklich gut drauf hat. Und die anderen Schwänze könnten sogar im Zirkus auftreten. Während meiner einfach nur so herumhängt. Max, jeder Schwanz ist auf seine Weise hervorragend. Meiner leider nicht. Vielleicht habe ich ja einen ganz besonderen Film, den du zusammen mit uns sehen solltest. Komm mit. Du willst die Kinovorstellung doch nicht verpassen. Jetzt kommt ein Film, Mama Mirabel zeigt einen Film. Tiere kommen von nah und fern, einen Film von mir sehen sie alle gern. Schnell beeilt euch, denn gleich geht es los. Mit Schwung, im Flug und auf allen Vieren zu Mama Mirabel zu.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Er zeigt die Geschichte vom Schwanz und zwar ganz. Glühwürmchen, euer Licht wird gebraucht. Im Tierreich gibt es die unterschiedlichsten Schwanzformen, Max. Und die machen jeden Schwanz zu etwas ganz Besonderem. Delfine haben eine Schwanzflosse, mit der sie rasend schnell durchs Wasser sausen können. Wow, die sind echt super schnell. Und dabei bewegen sie sich total elegant. Ein Wal. Ja, und mein Freund Walter hier hat eine riesige Schwanzflosse, mit der er Tausende von Kilometern zurücklegt. Vielen Tieren hilft der Schwanz beim Schwimmen. So wie dem kleinen Alligator-Baby. Der schwimmt ja niedlich. Ein Seepferdchen. Die mag ich am liebsten. Seepferdchen lassen sich von der Strömung treiben, bis sie zu einer Koralle oder einer Pflanze kommen, an der sie sich dann festhalten. Klammeraffen hilft der Schwanz, sich in den Bäumen hin und her zu bewegen oder einfach nur rumzuhängen und zu spielen. Manche Tiere jagen auch ihre eigene Schwanzspitze. Gleich kriegt ihr sie. Ja, nein, das war knapp daneben. Der beißt ja seiner Mutter an den Schwanz. Das ist doch nur ein Spiel, Maxi. So übt der Kleine, ein Leopard zu sein. Und es macht ihm anscheinend Spaß. Und wusstet ihr, dass es auch Schwänze gibt, die sogar sprechen können? Schwänze, die sprechen können? Das klingt aber eigenartig. Naja, sie sprechen nicht direkt, sondern zeigen vielmehr, was die Tiere sagen wollen. Wenn der Weißwedelhirsch mit dem Schwanz wackelt, wissen die anderen, dass sie auf eine Gefahr achten müssen. Ein super Alarmsignal! Und was ist mit den Schwänzen der schwarzen Wölfe los? Die wackeln und wedeln doch hin und her. Ja! Das Wedeln bedeutet, dass sie dem anderen Wolf mitteilen wollen, dass sie ihn gut leiden können. Und wusstet ihr, dass Giraffen die längsten Schwänze überhaupt haben? Wow! Nein, das wusste ich nicht. Und hier ist ein Schwanz, der einen echt vom Hocker haut. Ein Biberschwanz! Biber manövrieren sich mit ihrem Schwanz durch das Wasser. Und was war das? Das Alarmsignal des Bibers, um seine Freunde vor einer drohenden Gefahr zu warnen. Und wenn ein Biberkind müde wird, reißt es per Huckepack auf dem Schwanz seiner Mama nach Hause. Boah, toll! Noch so ein cooler Schwanz. Also wenn du den schon für cool hältst, dann mach dich mal auf den hier gefasst. Halt den Film an! Maxi, was ist denn los? Was hast du? Oh, Maxi, warum lässt du den Rüssel so hängen? Hat dir der Film nicht gefallen? Wieso hätte mir ein Film gefallen sollen, Mama? Der beweist, dass alle Schwänze besser sind als meine. Hab ich nicht gesagt, dass es ganz viele Schwanzformen gibt? Und dass jeder Schwanz auf seine Weise einzigartig ist? Willst du den besten Teil des Films etwa wirklich verpassen? Oder ihn bis zu Ende gucken? Ich verspreche dir, das Filmende lohnt sich. Oh, na los, komm schon. Gib dir einen Ruck. Na, alles okay, Max? Nein, irgendwie ganz und gar nicht. Hey, da ist ein Elefant! Ja, und so wie es aussieht, ist er auf sein niedliches Schwänzchen richtig stolz. Elefantenschwänze sind also niedlich. Und sonst nichts? Doch, Maxi, die sind nicht bloß niedlich. Sieh mal, wie tapfer sie hin und her schwingen. Freuen die sich gerade? So wie ich die Herde kenne, würde ich sagen, ja. Aber das hat nichts mit dem Schwanzwedeln zu tun. Ach ja? Und was bringt ihre Schwänze zum Wedeln? Die fliegen. Elefantenschwänze sind die besten Fliegenklatschen, die es weit und breit in unserer Savanne gibt. Und was ist so toll daran? Unsere Schwänze verjagen alles fliegende Ungeziefer. Sie sind die besten Fliegenklatschen der Welt. Ohne sie hätten wir einen Haufen Probleme am Hintern. Oder stehst du auf fette Fliegenbrummer und gierige Stechmücken, die permanent um dein Hintertal herumflattern? Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. Dein Elefantenschwanz vertreibt alle Insekten. Ja, Maxi, du gehörst zu einer Tierart, die mit ihrem Schwanz sämtliches Ungeziefer verjagen kann. Wow, das ist doch echt cool. Oder etwa nicht? Du kannst auf deinen Schwanz wirklich stolz sein, Max. Achtung, Fliegenalarm! Hey, Leute, habt ihr gesehen, wie mein Schwanz die Fliege vertrieben hat? Gratuliere! Die Schmeißfliege wird sich hier bestimmt nicht wieder blicken lassen. Und Elefantenschwänze haben noch ein paar weitere Supertricks für uns auf Lager. Licht an, der Film geht weiter. Hier seht ihr, wofür sich der Elefantenschwanz am besten eignet. Man kann sich an ihm perfekt festhalten.
Und dadurch gehen uns keine Elefantenbabys bei den langen Märschen durch die Savanne verloren. Und jetzt kommt alle zu mir und schüttelt eure Schwänze auf unserer Schwanzpolonaise. Ich hab schon immer gewusst, Schwanz reimt sich auf Tanz. Hey, Maxi, willst du wissen, was ich mit deinem kleinen Elefantenschwänzchen gemeinsam habe? Sag's mir! Wir beide hängen an dir.